vorgestellt. Microtown. Ja, wir sind nach einer längeren Pause von diesem Spiel jetzt wieder dabei. Haben letztes Mal viele Dinge gemacht, um in Richtung Monument zu kommen. Wir hatten hier noch die Forschung, die wir machen müssen. Und wie wir hier gerade so sehen, Spiel hat einige Updates zwischendurch gehabt. Hier Rhodes gab es damals noch nicht. Und Herding Beekeeping war da, das war da, ich weiß gar nicht, ob Pottery da war, ich glaube, die war auch noch nicht da. Und ja, da kann man einiges mehr machen, wie wir jetzt sehen, ne? Gut, und wir müssen mal ein bisschen schauen. Ich bin nicht so ganz sicher, ob es optisch ein bisschen anders geworden ist, kann das sein? Ne, ich glaube nicht, oder? Oder ist es doch anders geworden? Kann sein, muss nicht. Ja, auf jeden Fall gucken wir mal durch. Woodcutter, das hatten wir alles. Alchemist Forester hatten wir. Granny Mason hatten wir. Essen, Gardener, Wall und Farm hatten wir. Smeltery, Smith, Pulp Mill, Paper Mill und Bookbinder hatten wir. House, Market Square. Ich weiß gar nicht, ob wir das hatten. Glaube nicht, oder? Warehouse, Granary, Scribe. Warehouse sind diese Dinger hier, ne, oder? Ja, haben wir. Das hatten wir auch. Und Schreiber und Straßen. Gut, okay. Wir haben ja schon wieder 30 Points dazu gekriegt gerade. Jetzt lass uns mal gucken. Jetzt haben wir 50, oder? 61 sogar, okay. Ich würde jetzt mal die Straßen machen und Beekeeping und dann Pottery. Dann machen wir das mal zu und gucken uns die weiteren Sachen an, die wir jetzt dazu gekriegt haben müssten. Beekeeper und Florist. Ein Blumenhändler. Setze ich jetzt mal da ein. Und Beekeeping machen wir da hin. Dann können die das basteln. Hier ist klar, was können wir so lassen. Und die Straßen könnte man jetzt verbessern. So. Machen wir erstmal so und gucken dann, was passiert. Die sind schon kräftig da am Bauen. Letztes Mal hatten wir hier noch das gemacht. Forge, also Schmiede, haben wir mehrere, die sind auch alle am Laufen wohl. Passt, Tomaten sind das, glaube ich, ne? Ja. Da geht es auf jeden Fall mit den Tomaten voran. Hier haben wir die Möhren. Alles ist gut, hier ist der Hanf. Cropfield, ja, okay, dann ist das wohl so. Und was war das? Cropfield. Kartoffeln. Und Hanf. Gut. Hier unten wird gesägt und auch angepflanzt. Das ist gut. Oben hatten wir das auch nochmal. Passt soweit. Hier wird Stein abgebaut, ne? Nee. Eisen. Hier ist Kohle. Und da ist ein Stein. Passt. Okay, da passt was nicht. This building has no tools available for the workers. Click to disable tools delivery for the building. Wir haben einen Worker, Honeycomb. Warte mal, lass mal erstmal hier nochmal reingucken. Forest. Machen wir so. Seedlings, Input. This building has no tools available for the worker. Click to disable delivery. Disable. Ja, wir wollen es nicht disable, wir wollen es ablen. Gut, Werkzeuge fehlen. Was ist hier jetzt? Auf dem Markt fehlt was. Ist das hier das Ausrufungszeichen? Okay. Food Store und Supply. Ach so, da kann man jetzt Sachen verkaufen. Stored. Und dann gibt es da Möhren.
Ah, das ist wohl geändert worden, ne? Kann das sein? Das war vorher anders, oder? Ich habe es nicht verstanden. Kann auch sein, aber ich glaube, da wurde einfach alles verkauft. Und hier, was passiert hier? Storage Option Firewood. Dann haben wir da noch eins. Und da können wir dann noch Pottery machen. Da haben wir natürlich jetzt noch einen, den wir gar nicht belegen können. Machen wir da mal das raus. Da sind alle Ausrufezeichen weg. Ja, jetzt die Frage, was braucht er? Bees are raised here by a beekeeper to produce when they come one around flowers. Okay, die Blumen müssen hin, das ist klar. Dann müsste er jetzt erstmal seine Blumen kriegen, ne? Grown and harvest in a gardens plot. Gardens plot. Ja, da müssen wir erstmal noch gucken. War das hier? Gardener. Dann basteln wir den doch mal. Wohin? Das ist die gute Frage, ne? Machen wir da hin. Ja, okay, den machen wir erstmal die Construction. Carrots, Tomatoes und Gardener Plot for Seedlings. Dann müssen wir das machen. Zack, 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 zack. Das sollte dann richtig sein. Auf jeden Fall wird es erstmal gebaut. Gut, dann kommen wir da auch weiter. Das hatten wir schon. Ich glaube, den Rest haben wir schon alles durch, ne? Bis auf diese Kiste hier. Weiß ich gar nicht. Haben wir die überhaupt? Ich glaube, die haben wir gar nicht, ne? Oder? Zurzeit brauchen wir die vielleicht auch gar nicht. Lassen wir erstmal weg. Die haben nichts zu tun, die drei. Das ist schlecht. Warum nicht? Ach so, weil das noch alles am Wachsen ist. Wahrscheinlich diese Möhren sind noch am weitesten, glaube ich. Sieht man auf jeden Fall so. Ah, wird auch geerntet, jetzt alles klar läuft. Hier ist das ähnlich, ne? Das ist der Balken da unten klar zu sehen, wann es fertig ist. Die sind am Arbeiten. Er hat keine Blumen in der Nähe, deswegen wird das wahrscheinlich funktionieren. Und er hat keine Settlings, keine Ahnung. So, und da wird schon Progress gemacht. Das heißt, die sind am Basteln. Macht schon mal einen Eindruck, ne? Hier stehen noch 5 Leute rum, die nichts zu tun haben. Können wir irgendwo mehr reinsetzen? Ne, da können wir mehr reinsetzen. Das erste Feld ist hier schon mal fertig. Die müssen aber noch fertig werden, okay. Geht aber. Was hat man hier eigentlich? Hubbard. Was ist das hier? Okay. Was machen die? Also Wasser ist drin. Und da kommt raus. Paper Pulp. Okay. Ja, gut. Ach so, der Schreiber. Und das hatten wir letztes Mal auch noch gemacht. Workers, Input Item. Ah, da gibt es jetzt, glaube ich, Bücher. Schreiber war hier, ne? Der ist auch am Krickeln da. Codex Books. Okay. Das läuft wohl. Was macht er hier? Paper Roller. Okay. Läuft. Sieht wohl so aus. So, die machen hier Settlings, sind aber leider noch nicht fertig. Die sind auch beschäftigt hier. Was macht eigentlich die Straße? Okay. Stone Road. Ja. Vielleicht machen wir noch mehr Stone Road. Ich glaube, weil die laufen dann da schneller, kann das sein. Machen wir mal in der Stadt die Steinstraßen hin, ne? Hier stehen so viele rum, die nichts tun, ne? Was machen die hier jetzt?
Druckbänder. Eiler ohne Ende, wa? Oh, wir können schon wieder 40 claimen. Wenn wir 40 claimen können, dann können wir hier noch was machen. Okay, da kriegen wir Tierzucht. Und 39 haben wir immer noch. Baking, Carpentry. Ist vielleicht noch am ehesten sinnig. Heute haben wir. Was gibt's da Neues? Nix. Ranch. Ranch. Machen wir mal. Gute Frage, aber obwohl hier gefällt es mir noch am besten, ne? Machen wir da mal eine Ranch hin. Da ist der Schlachter. Den gibt's dann da. Und den Smoked House der Räucherei ist das, ne? Machen wir da hin, dann wird das auch gebaut. So, macht er jetzt hier schon... Ja, macht er wohl. Kriegt jetzt Setzlinge. Und da wird auch schon reingepflanzt. Sieht man das? Beehive. Honey Press. Achso, die müssen wir noch daneben stellen wahrscheinlich, ne? Machen wir erstmal so. Hoffen, dass da irgendwas passiert. Honigpresse werde wohl einer erstmal reichen, ne? So, und er pflanzt Blumen. Sind das die Blumen, die jetzt hier vorhanden sind, oder mehr? Wir werden sehen. Wo hat denn er sein Feld? Okay. Das heißt, dieser Bereich passt nicht, ne? Dann lass doch mal den Bereich so setzen, oder? Dann ist der auch da drin, ne? Ja. Läuft schon mal. Hier fehlen Rohstoffe, oder ihr seht das, aber die kommen gerade. Was haben wir hier vor der Tür liegen? Tools. So, der fehlten ja auch Tools irgendwo, ne? Die sind dann da jetzt wohl da. Straße wurde auch gebaut. Hier sind ganz viele faule Säcke. Können schon wieder 25 Punkte claimen. Und haben 49 und können dann Backstuhl machen, ne? Und dann gab's schon wieder was. Windmühle gibt's dann und Bakery. Die Farm hatten wir schon vorher. Wo war die Farm? Das ist die Farm. Ne, das war der Gardener. Das ist die Farm, ne? Ja. Gut, dann machen wir die Windmühle hier unten hin. Und der Farmer kriegt noch ein paar Felder dazu, oder? Hopfield, Wheat. Ja, Wheat ist wohl noch nicht aktuell am Laufen. Machen wir mal so. Drei Leute sind drin, wird schon werden. Die, oh, guck mal, da flattern sie alle rum, die Bienen. Auch cool. Okay, das wird dann auch am Laufen sein. Er braucht jetzt hier noch ein bisschen Output-Items. Achso, Schweineställe oder Gatter oder wie man das auch immer nennen will, sind benötigt. Stored 0 von 4. Animal Pens sind da. Ja, werden wir sehen, was da rauskommt. Schlachter haben wir hier. Die warten drauf, dass was kommt, ne? Ist klar. Oh, Windmühle ist auch schon fertig. Das ging aber flott. Da kommen die gar nicht mit den Pflanzen hinterher, ne? Läuft auf jeden Fall, ne? Hier gibt es auch Ware, damit das gebaut werden kann. Und dann kommen die Rüsseltiere da rein, ne? Oder was? Picks, ja. Aber erstmal ist es noch nicht fertig.
Da fehlt noch Planken, Bretter. Ja, kommen aber jetzt gleich. Sollte jetzt fertig sein, ist es auch. Ja, jetzt ist jetzt die Frage, der strickt jetzt ein Schwein. Ja, ist aber fertig, ist schon drin. Okay, dann kann das dick und rund werden und dann kann das zum Schlachter. Nicht verkehrt, ne? Hier unten ist der Fortschritt, wie das wächst oder was. Okay, sieht aber alles soweit gut aus, oder? Hier, der braucht jetzt noch das Fleisch. Kriegt er dann, wenn er... Wo ist ein Einzugsbereich? Das ist aber doof. Dann ist er außerhalb des Einzugsbereiches. Zack, weg. Dann muss der auf die andere Straßenseite wahrscheinlich. Ach, das war gar nicht der Butcher, das war Smokehouse. Das weg. Das Smokehouse muss da hin. Und dann, ach, passte schon, ne? Das war alles klar wahrscheinlich. Aber ist jetzt auch egal. Er war ja im Bereich des Schlachters, dann hätte es auch funktioniert, gehe ich mal von aus. Naja, gut, wie sieht's aus? Die Bienen wachsen und gedeihen. Davor liegt auch schon Honig, glaube ich. Dann passt das schon alles. So, ich denke, wir sind ja gut bei. Oh, guck mal, wie viel hier aufgebaut ist, wieder aufgeforstet ist. Hier unten sieht's auch gut aus. Holz überhaupt kein Thema wohl. Mühle fehlt's halt noch, weil der Weizen ist hier noch nicht fertig. Ist aber doch im Bereich. Naja, ist es. Schon angepflanzt. Weed passt, oder? Und hier ist doch sogar Weed drin. Naja, stimmt. Kommen die mit dem Nachpflanzen nicht. Klar. Naja, aber wird schon werden, ne? Was haben wir hier? Market Square. Okay, da sind auch Sachen drin, die wir anklicken müssen. Oder wie sehe ich das? Okay, da war gar nichts angeklickt. Da wird es Brot geben oder Fleisch. Fleisch würde ich sagen, weil die anderen Sachen haben wir ja daneben an irgendwo. Wie man hier sehr schön sieht, sind hier die Tomaten drin, ne, oder? Ja. Ja, okay, gut. Dann würde ich aber sagen, ist es erstmal wieder ein ganzes Stück weiter in dem Spiel. Es ist mehr geworden. Es ist... Ich meine, es wäre ein klein bisschen hübscher geworden, aber das ist ja jetzt auch nicht so wild. Wird auf jeden Fall vorangehen. Gucken wir uns bestimmt nochmal eine Folge an. Ich weiß nur nicht, ob es dann in der nächsten Woche gleich schon sein wird oder ob es später sein wird. Mal gucken. Graveyard stand ja auch noch an und so, ne? Und Hexatrains hatten wir noch und ja, müssen wir mal gucken. Alles klar, würde ich aber erstmal sagen, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich ein Video hochlade. Kommentare, hey, wie immer, herzlich willkommen, schreibt da mal was rein. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!